Ich laufe immer schnell weg. Ich kann Ihnen sagen, dieser Anblick, das ist wirklich atemberaubend. Das BEG hebt die Brücke an. Größenverhältnis anschaut zwischen Brücke und Kettenfahrzeug, das ist schon enorm. Und gerade. Wahnsinn. Vielleicht kann ich aber rübergehen. Und absolut neuwertig wieder aufgebaut. Ist ein extrem rutschfester Belag hier drauf. Ja, ich komme zu dir. So, wir drücken jetzt hier die Brücke noch ein Stück weg und muss ausrasten. Das rein bildlich gesprochen so vorstellen. Hier ist ein riesiger Fleischerhaken, der sich jetzt gelöst hat. Und wie jetzt auch sehen. Genau. Und zwar mit diesem Haken zieht er ja in der Mitte das Seil und kann damit diese Brücke nach oben spannen. Was ist eben zwischendurch passiert? Man sieht, dass die Erde von dem Ball nachgegeben hat und das durch die Kraft als die Brücke nach vorne kam und die volle Kraft drauf war, ist der Boden unter der Brücke, unter dem Ständel weggegangen. Zur Sicherheit ist aber immer bei dem BEG das Eigengewicht. Das Eigengewicht von immer noch 35 Tonnen gegenüber 7 Tonnen. Aber 7 Tonnen bricht den Hebel. Und deswegen war eben dieses Rucken, man muss dann kurzzeitig alles wieder sich beruhigen lassen und dann geht's weiter. Ich finde die Brücke toll, ich finde die Brücke toll. Ich bin noch an die Fenster rein jetzt. Hey, aber jetzt kann ich auch in der Pfütze springen, wa? Spring!